So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute wieder mit einem Orakel und zwar Bochum gegen Bayern. Und ja, wie immer, erste Halbzeit spiele ich jetzt Bochum und zweite Halbzeit spiele ich Bayern. Und ja, da gehen wir mal hier rein in die Partie. So. Mein Tipp wäre ein 1:2 oder 1:3. Ich hoffe, dass meine Bayern mal gewinnen hier. Ihr könnt ja gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Ja. So. Also ich hoffe mal, dass Tuchel mal wieder die Licht aufstellt. Und Kimmich mal die ganzen Standards weglässt. Ja. Aber wenn Bayern verlieren sollte, dann ist wahrscheinlich Tuchel weg. So. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. So, ihr seht's hier. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Naja, da kenne ich nicht so viele. So, jetzt sehen wir mal die Bayern gleich, die spielen. So gehen's die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Leroy Sané steht mit Thomas Müller auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Ich meine, als sie würden immer gleich aufstellen hier. Ich hätte mal lieber was anderes gemacht hier. Ja, ganz vergessen. Naja, egal. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Dann starten wir mal. National waren sie so und los geht's. Noch nie davor. Auch in Europa ging's weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Ich habe auch die Halbzeitlänge mal bis eine Minute kürzer gemacht. Davis. Also gegen Leverkusen waren es 4 Minuten Spielzeit. Kane. Klasse gemacht vom Verteidiger. Ja. Oh, ist der schnell. Der ist aber schnell. Flanke kommt in die Mitte. Hä? Ja, die Flanke bringt. Warum ist da alles schwarz? Ach so, keine Sonne. Bayern München kann im bisherigen Saisonverlauf die beste Offensive vorweisen. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie. Oh. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Ah. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Einwurf der Bayern. Ja, gibt nur Abschluss. Ja, super gemacht. So, auf geht's. Los. Oh, nein, das jetzt war. Schön, wie Sané jetzt abwartet, damit die Mitspieler nachrücken können. Eckball für Bayern. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Hey. So. Hofmann. Kevin Stöger. Pfiff kommt sofort ab. Oh. Wie das aussieht, wenn da keine Sonne ist. Als würden da lauter Dings spielen. Lauter Gespenster. Harry Kane. Der Harry Kane. Harry Kane. Oh. In Führung gehen. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Takuma Asano. Wittek. Kevin Stöger. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Thomas Müller. Harry Kane.
Ball für Sané. Randa an Sané. Nein! Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ah, Mané. Goretzka. Ball bei Jamal Musiala. Die Bayern geben den Ballbesitz ab. Ey. Schlusspfiff in diesem ersten Durchgang. Bayern muss noch was tun in diesem Spiel. So, Halbzeit 0-0. Na super. Da kommt der Anstoß vom FC. So, wir sehen uns nach der Halbzeit. So, da bin ich wieder und ich habe eine Auswechslung gemacht. Ich habe Müller rausgenommen und Tell dafür reingenommen. Harry Kane. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Hätte vielleicht gefährlich werden können, aber der Ball ist erstmal weg. Ball bei Jamal Musiala. Ganz wichtig, da muss er hin. Mann, bis die sich mal wieder berappelt haben. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Sané. Ganz energisch. So, jetzt aber. Lauf, Harry Kane. Er hat die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ach, das ist doch nicht wahr hier. Und jetzt wollen sie wechseln. Der Ball kommt rein. Entschlossen geklärt. Ball bei Jamal Musiala. Jetzt schießt er. Ja, ganz sicher. Ah. Da ist Platz. Das kann gefährlich werden. Oh je, noch 20 Spielminuten. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Kevin Stöger. Gonzalo Paciencia. Er wird geblockt. Fängt diesen Ball ab. Gibt's nicht. Kevin Stöger. Letzter Mann, ja. Das sieht mir ganz nach Platzverweis aus. Ja, klar. Wie die Woche gegen Rom. Ach, du Scheiße. Ach, willst du mich verarschen? Was hat er denn da gemacht? Ah. Und jetzt machen sie es 1-0, oder? Na, doch nicht. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Die Ecke hat er ganz sicher. Keine große Gefahr. Minja. So, lauf! Sind hier noch zu lauf! Nur noch wenige Momente zu spielen und die Bayern spielen nochmal nach vorne. Sie sind jawohl, Musiala! So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt und dann zieht er einfach Volley ab. Das ist eine klasse Aktion. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Wen sollen die rausnehmen? Pacienza. Einer bei mir? Die Gelegenheit zum Ausgleich. Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Gutes Tackling. Das ist der jawohl, 1-0 für die Bayern hier. Also ich schätze mal 1-2 für
Bayern im Real Life oder 1-3. Also die Bayern müssen gewinnen. Falls nicht, könnte Tuchel wahrscheinlich entlassen werden. Ja, ihr denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben oder was ihr denkt, ob Tuchel entlassen werden soll oder nicht. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal, ihr Orakel, und auf Wiedersehen.